Mir fiel neulich ein Foto von Petra Pau und mir in die Hände. Wir stehen vor dem Bundestag mit einem großen Transparent mit der Aufschrift gegen Armutsgesetze, PDS im Bundestag. Damals wurden die Hartz-Gesetze und die Gesundheitsreform von CDU, CSU, SPD und Grünen beschlossen. Die PDS war zu schwach, um diese Gesetze zu verhindern. Wir waren nur zwei direkt gewählte PDS-Abgeordnete im über 600-köpfigen Bundestag. Heute weiß jeder, dass die beschlossenen Gesetze wirklich viele Menschen ärmer und ganz arm gemacht haben. Als wir 2005 wieder mit einer Fraktion in den Bundestag einzogen, schrieb ich als erstes einen Antrag zur Angleichung des Arbeitslosengeldes II Ost an das Westniveau. Dass es bald darauf zu einer Angleichung kam, ist nur auf das Erstarken der Linken zurückzuführen. Die Linke ist stärker, aber noch nicht stark genug, um weitere Armutsgesetze zu verhindern. Ich erinnere an die Rente mit 67. Warum trete ich nun wieder als Direktkandidatin für den Bundestag an? Dafür gibt es Gründe. Mit dem Direktmandat konnte ich in den letzten zwei Wahlperioden im Bundestag mit einer Mehrheitsmeinung auftreten. Ich vertrat nicht irgendeine kleine Splittergruppe, sondern die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler Lichtenbergs. Diese Meinung konnte man nicht so einfach ignorieren. Und ich lebe in Lichtenberg. Ich kenne die Probleme der Schüler, Rentner, Arbeitslosen, Alleinerziehenden und Unternehmer in meinem Bezirk. In den letzten 4 Jahren besuchten mich weit über 6.000 Menschen aus meinem Bezirk im Bundestag und ich besuchte zahlreiche Schulen, Projekte und Unternehmen in Lichtenberg. Ich habe viele Probleme in den Bundestag gebracht und damit konkrete Politik für meine Wählerinnen und Wähler betrieben. Und ich wurde durch die DDR und die Bundesrepublik geprägt. Das Leben in zwei Systemen macht Vergleiche möglich, die Politikern aus den alten Bundesländern völlig fremd sind. Diesen Vorzug habe ich genutzt und will ihn auch weiter nutzen, wenn es um Friedenspolitik, bessere Bildung, mehr Gleichberechtigung und Rentengerechtigkeit geht. Deshalb bitte ich Sie, geben Sie mir Ihre Erststimme und die zweite Stimme der Partei Die Linke.